Hallo und willkommen zu Lone Star. Das ist der Teil 8 von Bernd das Brot und die Unmöglichen. Wir sind also auf der Suche nach Bandmitgliedern, um uns als die Incredible Lamas auszugeben. Willkommen zur Neueröffnung des der arme Jagdladenbesitzer. Lama-Laden ist wirklich ein Abstieg. Durch die Lama-Verwaltung, die unsere Freunde sind, kaufen Sie Plüsch-Lamas. Hallo, ich brauche Ihre Hilfe. Ich kann jetzt nicht sprechen. Nicht solange das Lama mich bewacht. Willkommen zur Neueröffnung des einzigartigen Lama-Shops. Direkt nach der Schließung des Jagdshops. Durch die Lama-Verwaltung, die unsere Freunde sind, kaufen Sie Plüsch-Lamas. Ein Plüsch-Lama? Was kosten die? Nimm ruhig. Die Regierung bringt sie gerne unters Volk. Ein Ballon. Ich glaube, die Schnur ist etwas locker. Einen Ballon können wir immer brauchen. Vielleicht würde sich das Schaf über einen Ballon freuen. Vielleicht den roten Ballon noch? Sicher würde sich das Schaf über einen Ballon freuen. Oder ich? Sag bloß, Bernd freut sich über den Ballon? Naja, ist aber auch eine sehr einfache Form, ein bisschen langweilig, könnte passen. Ein Strohball. Nicht sehr geheimnisvoll. Ah, die berühmte Nadel im Heuhaufen. Moment, ist das nicht ein Strohball? Wir haben trotzdem die Nadel gefunden. Wenn ich den zum Platzen bringe, würde das Lama aus den Socken fallen. Na dann. Ich weiß nicht, ob ich das Kampflama wirklich ansprechen soll. Das hat den Schlüssel im Maul. Nein, kein guter Tag. Mist. Eklig. Na dann wollen wir mal pieksen. Tut auch nicht weh. Wird nur laut. Ich dachte immer, Bernd hat zu kurze Arme. Aber dafür hat's gereicht. Das nennt man wohl akustischen Widerstand. Ein Schlüssel. Der glitzert auch schön, damit Dieser wir ihn nicht Schlüssel übersehen. Ist bestimmt der Schlüssel zu etwas. Der Schlüssel ist ein Schlüssel für etwas. Jackfritz. Jetzt angekettet. Und Lama Plüschtiere verkauft. Da können wir ihn doch sicher losmachen. Willkommen zur Neueröffnung direkt nach der Schließung des durch die Lama, die uns. Ja, das kennen wir alle schon. So. Nochmal. Hallo. Hallo. Ich suche für meine Band noch Unterstützung. Oh toll, da wäre ich gern dabei. Allerdings brauchen wir noch eine Sängerin. Oh, da wäre ich so gerne dabei. Als? Sängerin? So gerne. Prima. Nur leider bin ich angekettet. Ich kann mir auch prima als Sängerin vorstellen. Nicht. Ich werde singen, singen wie ein Kanarienvogel, singen wie ein junger Gott, wie eine Nachtigall. Ob es ein Fehler war, ihn zu befreien. Das glaube ich auch. Sängerin haben wir? Dann können wir wohl in den nächsten Ort. Versuchen wir es im Flieger. Und hier ist unsere Stewardess. Ich meine unsere Flugbegleiterin. Den brauche ich diesmal nicht. Zum Glück. Ich hasse. Also den Kassettenrekorder will er nicht. Die mir wohlbekannte Stewardess. Ob sie auch einen Namen hat? Hilde oder sowas. Hier ändert sich aber auch gar nichts an Bord. Ändern? Fällt aus wegen ist nicht. Aber was machen Sie den ganzen Tag, wenn immer alles ausfällt wegen ist nicht? Nichts? Ich hänge meinen Träumen nach. Was denn sonst? So, jetzt Klappe halten und mich nicht stören. Wie überzeugen wir es jetzt, dass hier unsere Band beitritt? Poster von Bandauftritt. Ach, ich hatte auch mal einen Traum. Den Traum vom ungestörten Alleinsein. Von Ruhe. Dem Weltfrieden. Der Weltherrschaft. Ach nee, das war ja. Ich find's cool, wie sie die Klotür abgesperrt haben. Die haben das Klo abgesperrt. Mit einer Kette aus massivem Blech. Also Blech ist doch wirklich kein Hinderungsgrund für uns. Hereinspaziert. Das Klo ist eröffnet. Jawohl. Der Wischmopp sieht gut aus. Ein Wischmopp. Könnte eine prima Perücke abgeben. Mal sehen, wo ich vielleicht mal sauber machen will. Warum auch immer ich das tun sollte.
Leider können wir die Nummer an dem Spiegel nicht ablesen. Würde mich mal interessieren, wen man da erreicht. Jetzt Klappe halten und mich nicht stören. War ja klar. Dann geben wir ihnen doch mal unseren Traum. Wussten Sie, dass man Magengeschwüre bekommen kann, wenn man unglücklich ist, weil man seinen Traum nicht wahrgemacht hat? Ich hätte wohl eher ein Magengeschwür bekommen, wenn ich meinen Traum wahrgemacht hätte. Vom vielen Alkohol. Sie wollten mal professionelle Trinkerin werden. Nein, Rockstar, du Dämpack. Oh, dann könnten Sie ja in meiner Band spielen. Ja, wie? Kein Alkohol? Nein, und werden wir auch nie haben. Wir können auch ohne Alkohol kreativ sein. Und Sie auch. Echt? Bin dabei. Und ich dachte immer, ich kann auch trinken, ohne Spaß zu haben. Meine Enten. Sie haben mir meine Enten genommen. Alpha, Beta, Gamma, Donald, Duck und Dick, Druck, Tuck und Hannelore. Alle weg. Jetzt bin ich ganz allein. Der arme Eisenbeißer. Ohne Freunde. Schnief. Hätte nicht gedacht, dass Eisenbeißer Willi mehrsprachig ist. Ein Topf roter Farbe. Eine Haarbürste. Wie gut, dass ich keine Haare habe. Aber irgendjemand wird sie brauchen können. Wie gut, dass ich mir damit niemals die Haare kämmen werde. Das hast du nicht gerade will. Na, hätte sein können, dass man die Farben kombinieren kann. Wir haben die Lamas ganz schön verriegelt. Schaumstoff? Schaumstoff. Liegt hier rum. Rumliegender Schaumstoff. Warum? Warum nicht? Finden wir hier irgendwas wie der Kampflamas? Ein Kampflama. Eisenbeißer Willi von so. Von hinten? Cooles Tattoo hat er da. Nun gibt's niemanden mehr, der mich mag. Ach was. Wie überzeugen wir ihn jetzt, dass er unserer Band beitreten soll? Vielleicht raue Schale, weicher Kern oder die Raufasertapete? Oder Raute? Echt jetzt, lieber Spieler? Ja, warum nicht? Raute? Was soll ich denn damit? Keine anfangen? Ahnung, du wirst es schon schaffen. Gut. Ich versuch's mal. Hey, Eisenbeißer Willi. Raute. Ja, ziemlich einsam. Raute. Echt? Du magst mich? Raute. In deiner Band neue Freunde gewinnen? Total gerne. Verblüffend. Wirklich, sehr hier, interessant. Den brauche ich jetzt. Ich dachte, ich torpediere das Ganze, aber. Naja. Sie haben es nicht zugelassen. Mein Inventar ist ohnehin schon wie ein Schrottplatz. Juhu, noch mehr Farbe. Und wieder ein neues Bandmitglied, der sich irgendwie durch das Schild warbt. Na dann, ab. In den Stadtpark. Irgendwie ungemütlich hier. Aber ich brauche Wachtmeister Budimcic für meine Band. Der ist aber sicher noch im Klo. Er könnte der Sänger sein, aber wir haben schon eine Sängerin. Herr Budimcic. Wachtmeister, so viel Zeit. Muss sein. Herr Wachtmeister Budimcic. Kommen Sie bitte raus. Ich brauche Ihre Hilfe. Oh nein, ich fühle mich hier sehr wohl. Keine Lamas, keine Befehle. Ein schöner Laden. Der hört wohl nicht auf mich. Dann muss er vermutlich auf jemanden anderen hören. Ich weiß nicht, ob ich das kap die Spur. Naja, vielleicht bringt's ja was. Guten Tag. Darf ich Sie fragen, was Sie eigentlich in Ihrem Rucksack haben? Spucke? Hätte ich nicht gedacht. Aber so ein Kampflama braucht ja auch Munition. Reservagold, Mietchirpschich, Sorda Fossismo, Schischmedobe, Snowsavha,
Nie. Ja, rückwärts sprechen hat wohl nichts gebracht. Herr Budimcic, die Sonne geht auf, die Grillen zirpen und es gibt Apfelkuchen. Wollen Sie nicht rauskommen? Nein, danke. Ich bin Athen. Hey. Herr Budimcic, hier spricht die Bürgermeisterin. Kommen Sie sofort raus. Dies ist ein Befehl. Ha, ich erkenne Ihre Stimme, Herr Brot. Sie sind nicht die Bürgermeisterin. Die hat eine viel höhere Stimme. Tja, das bräuchte mir ein bisschen Helium. Haben wir irgendwas im Inventar? Hallo? Ah ja, ich wollte mal das Lamm öffnen. Mein Heliumballon. Ah, Heliumballon. Eine dicke Kette. Nimm den Heliumballon. Ein kleines Plüschlama. Ha, Heliumballon. Nimm den Heliumballon. Ein Wischmopp. Eine etwas eklige Haarbürste. Den Heliumballon. Schaumstoff. Nicht den Rest vom Inventar anschauen, den kennen wir doch schon. Heliumballon. Das funktioniert so. Dann wollen wir mal den alten Kindergeburtstagstrick anwenden. Ich freue mich schon. Nein, eigentlich. Liebe Kinder, bitte nicht im Kindergeburtstag ausprobieren. Herr Budimcic, hier ist die Bürgermeisterin. Kommen Sie sofort raus. Dies ist ein Befehl. Liebe Frau Bürgermeisterin, welche Ehre für mich. Sie müssen sofort nach Polovien reisen, Herr Budimcic. Sofort! Auf Wiedersehen! Ich komme. Ich muss nur noch die Hose hoch. Oh. Vielleicht können wir den auch noch in die Band aufnehmen. Oh. Das sieht aber nicht gut aus. Oh, wo ist sie hin? Wer? Na, die Bürgermeisterin. Oh, Kaffee trinken. Mit der neuen Lama-Regierung. Schade. Herr Budimcic, haben Sie nicht was zu tun? Oh ja, Polovien. Sofort. Befehl. Ich eile. Obrigkeitshöriger Laufbursche. Hoffentlich spielt er wenigstens gut Gitarre. Eklige blaue die Flüssigkeit. Die blaue Brühe aus der Toilette ist ausgelaufen. Merk's. Also eine neue Farbe für uns. Rot und Bronze haben wir ja schon. Vielleicht hilft uns Blau auch noch irgendwie weiter. Reisen wir erstmal nach Polovien und schauen, wie es ausschaut. Es ist immer noch nicht weniger trostlos. Tja, die haben sich schon richtig aufgestellt, aber wo ist denn unser Polizist hin? Ey, aber Verratskin. Ey. Der freundliche Bett. Das bringt uns also nichts. Man kann also jetzt auf dem Poster sehen, wie sie ausschauen sollen und unten sieht man, wie sie jetzt aussehen. Irgendwie müssen wir sie also verkleiden. Pinsel, jetzt sieht sie so aus wie auf dem Plakat. Haben wir also erstmal eine rote Brille. Rock'n'Roll! Fürs Hütchen fehlt uns der Polizist. Die Kette eine können wir einfärben. Hui, die Kette ist aber schwer. Jeder muss hier Opfer bringen, Eisenbeißer Willi. Das hast du nicht gerade wirklich. Ah, hab mich verklickt. Die Schaumstofffüllung Hallo? Geben wir doch mal unserer Sängerin. Nein, will sie nicht. Wie bekomme ich oben Haare an die... Das funktioniert. Wie bekomme ich Haare an den Hut? Könnte mir vielleicht als Grundlage für meine Verkleidung dienen. Ah, hier haben wir ein Stück abgeschnitten. Das doch, hast du nicht gerade irgendwie wirklich schon, versucht. Aber klappt nicht. Ein stylischer Hut. Ah, jetzt hat geht's. Also nochmal in den Stadtpark. Nach unserem Polizisten schauen. Und nach
Pantomimen. Endlich ist der Pantomime weg. Selbst der Pantomime hat sich mittlerweile verkrümelt. Können wir das irgendwie einfärben? Hallo? In dem Eimer können wir es also nicht mitnehmen? Vielleicht in der Dose? Nein, will er nicht. Das hast du nicht gerafft. Schaumstoff, der aussieht wie eine Perücke. Lieber Spieler, das willst du nicht wirklich. Ah, wir haben jetzt erst einen Schaumstoff herrichten müssen. Ich möchte ein selbstbestimmtes Leben führen dürfen. Darf ich nicht? Na gut. Und jetzt färben wir sie. Eine stinkende, schöne Färbung, aber blaue Perücke. Ich glaube, ich habe hier alles erledigt. Oh Mann. Diesen Jungs und Mädels könnte man einiges tun, was ich gar nicht. Und jetzt ist auch unser Polizist aber da. Kann man auch eine Band aus ihnen machen? Ich möchte jetzt singen. Singen wie ein Caruso. Lady Gaga? Rock'n'Roll, Jungs. Ich will Geld und Groupies. Gut, dass wir das weggepiept haben. Aber nur wenn die Groupies. Ach was, wir wissen alles, was Pieps heißt. Yo, Mann. Nein, ich glaube, kann man nicht. Aber versuchen muss ich's wohl. Geben wir ihm also erstmal die Perücke. Hallo, Perücke. Jack Fritz. Nein? Dann erstmal den Rest verteilen. Juhu, Herr Wachtmeister Budimcic. Ah, danke. Für die Bürgermeisterin. Tun Sie alles, ich weiß. Und will es gar Jawohl. Nicht. Jawohl. Sehr schön. Irgendwie will der nicht die Perücke haben. Hallo? Ja, dann sollte er so aussehen wie die Sängerin. Jack Fritz möchte singen. Das funktioniert einfach nicht. Dann sollte er so aussehen wie die Sängerin. Ja, will ich ja, aber irgendwie funktioniert es nicht. Die Sängerin der Band. Es fehlt was. Verteilen wir mal die Ponchos. Würden Sie diesen Poncho anziehen, Herr Budimcic? Und ich füge gleich hinzu. Es ist der ausdrückliche Wunsch der Bürgermeisterin. Aber selbstverständlich. Jedem seinen Poncho geben. Echte Bassistinnenklamotten. Cool. Dafür kriegst du mein Ersatzkostüm. Diese Airline stellt Ersatzkostüme? Nein, ich hab's gefunden, als wir zum ersten und einzigen Mal den Frachtraum geöffnet haben. Oh, wer weiß, was da noch ist. Ich bevorzuge für meine Rolle als Sängerin doch eher ein enger liegendes blaues Kostüm. Mist. Eisenbeißerwille, hier ist... Oh, ist das schön flauschig. Was ist aus der so Kette geworden? So liebe ich es. Ah, sie ist wieder da. Ah, wir haben das Kleid bekommen. Dann geben wir es doch mal Jack Fritz. Die Stewardess leiht Ihnen Ihr Ersatzkostüm. Oh, wie wundervoll. Damit werde ich singen können wie... Ja, schon gut. Jetzt hat sich die ganze Statur verändert. Vielleicht passt jetzt die Perücke. Ja, endlich. Das sieht doch sehr gut aus. Bis auf den Bart. Aber vielleicht fällt das ja nicht auf. Fehlt noch irgendwas?
Jackfritz möchte singen. Eisenbeißer Willi ist der Keyboarder. Noch nicht. Aber das kann ja noch kommen. Wachtmeister Budimcic wird Gitarre spielen. Die Rollen sind also alle verteilt? Dann versuchen wir doch mal, ob wir reinkommen. Könnte ja sein, dass schon alles passt. Ein sehr freundlicher Vertreter seiner Zunft. Hallo, wir sind die Incredible Llamas. Nee, seid ihr nicht. Ihr seht nicht so aus wie die Band auf dem Plakat. Mist. Ja, wieso denn nicht? Also gut, setze ich mir halt dieses alberne Ding auf den Kopf. Das Lama hat noch gefehlt. Versuchen wir es damit. Hallo, wir sind die Incredible Llamas. Ey, willst du mich auf den Arm nehmen? Die mit dem übergroßen Damenbart sieht doch nicht so aus wie auf dem Plakat. Jackfritz, würdest du dir deinen Bart abschneiden lassen? Niemals! Der Bart ist Zeichen meiner gespaltenen Identität. Ah, jedenfalls Mist. Dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Wie bekommen wir den Bart ab, ohne dass wir den Bart abmachen? Das funktioniert. Oder wie bringt man dazu, dass das Plakat und das Original richtig ausschaut? Sehr schön, jetzt hat das Plakat einen Bart. Jackfritz, darf ich dir den Bart rot anmalen? Gerne. Es würde meine Persönlichkeit unterstreichen. So, Jackfritz, das sieht doch ganz hübsch aus. Nein. Hallo, wir sind die... Die Incredible Llamas. Ich fass es nicht. Ihr habt es tatsächlich noch rechtzeitig geschafft. Los, los, rein mit euch. Alle warten schon. Abgefahren. Die Incredible Llamas. Endlich mal live. Mist. Ich muss ja hier draußen Wache schieben und kann sie nicht sehen. Endlich können wir wieder am Türsteher vorbei in den Unterschlupf gelangen. Ob und wie wir Bernds Freunde allerdings retten können, sehen wir erst in der nächsten, finalen Folge. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat und wir uns dort sehen.